Das Auffälligste dieses 9. Spieltages neben der guten Gästebilanz ist die Tatsache, dass die Schiedsrichter nur 12 gelbe Karten zeigen mussten. Sie wissen, dass wir da gerade in der letzten Zeit auch immer wieder den Zeigefinger oben hatten. Apropos Fair Play. Sie wissen, dass es am 8. Spieltag auch einen Trainer gab, der rot sah. Es gab da viel hin und her, Rede und Gegenrede, ein nicht gerade erfreulicher Singsang, der nun an historischer Stätte entschieden wurde. Vor mehr als 700 Jahren stritten dort oben Minnesänger im sagenumwobenen Sängerkrieg. Weit weniger musisch, mitunter sogar taktlos, ging es dieser Tage in besagtem Fußballsingsang zu, dessen letzte Strophe am Freitag unterhalb der Wartburg in Eisenach intoniert wurde, doch der Reihe nach. Auch die Zeitlupe verrät nicht, ob beim 1:0 des FCK am Vorsonntag gegen Lok abseits im Spiel war. Die Leipziger jedenfalls protestieren heftig. Auch Trainer Ulrich Thomale, der, die Kamera zeigt es leider nicht, vom Schiedsrichter rot sah. Platzverweis. Unser Reporter Uwe Grandl gab in seinem Kommentar die Auffassung von Schiedsrichter Klaus Peschel wieder, nach der der Lok-Trainer ihn zweimal gerempelt habe. Sportecho-Kollege Andreas Beingo zitiert Klaus Peschel so. Er stieß mich zweimal vor die Brust, sodass ich ihn des Platzes verweisen musste. Am Dienstag dann Uli Thomales Interview in der Jungen Welt, in dem er erklärt: Ich halte das für eine Verleumdung durch den Fernsehkommentator und das Sportecho. Ich habe mich zu keinerlei Tätlichkeiten hinreißen lassen. Deshalb unsere Frage an den Schiedsrichter. Ist es richtig, dass unser Reporter vom Spiel FCK Lok Leipzig Uwe Grandl in der Halbzeit bei Ihnen in der Kabine war und Sie gefragt hat, wie Sie die Szene beurteilt haben, die zum Platzverweis des Sportfreundes Thomale geführt hat? Ja, das ist richtig. Der Sportfreund Grandl ist sofort zur Halbzeit zu mir gekommen und hat mich gefragt, aus welchem Grund ich den Sportfreund Thomale vom Feld gestellt habe. Also den Innenrahmen verwiesen habe. Und wie war Ihre Antwort da? Meine Antwort war wegen Tätigkeit. Was genau ist passiert? Ja, ich bin zweimal in den Rücken gestoßen worden von Sportfreund Thomale. Uli Thomale, in der Jungen Welt sprechen Sie von einer Verleumdung durch den Fernsehkommentator und das Sportecho. Sehen Sie das heute, 5 Tage nach dem Spiel, noch genauso? Ich meine, ich muss mich vielleicht in der Hinsicht korrigieren, dass ich nicht mich beim Fernsehen beschwere oder beim Sportecho, weil Sie ja eigentlich nur die Meinung des Sportfreundes Peschel wiedergegeben haben, sondern mir geht es ganz einfach darum, um den Fakt, mich nicht darüber befragt zu haben und b, ich bleibe nach wie vor dabei, dass ich also den Sportfreund Peschel nicht tätlich angegriffen habe. Und das hat mich geärgert und deshalb auch meine Reaktion in der Jungen Welt, weil ich ganz einfach davon ausgehe, wir sind Erzieher in irgendeiner Form, sind Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und da ist eine Beschuldigung, tätlich geworden zu sein gegen den Schiedsrichter, eine enorme Belastung. Gut, damit ist es aus unserer Sicht eine Angelegenheit für die Rechtskommission des Fußballverbandes, also zwischen Ihnen und Schiedsrichter Klaus Peschel. Ich hoffe, dass dort so recht gesprochen wird, wie das bisher der Fall war und dass erwiesen wird, dass ich also den Sportfreund Peschel nicht tätlich angegriffen habe. Wobei ich auch deutlich dazu sagen möchte, dass sicher das Gestikulieren von mir, das Aufstehen von der Bank oder das Hochspringen, das natürlich ich mich dort auch beherrschen muss, aber es kann nicht sein, dass mir also eine Handlungsweise unterstellt wird, zu der ich absolut nicht stehe und die auch gar nicht meinem Charakter entspricht. In den Rücken, vor die Brust, gerempelt, gestoßen. In der Verhandlung vor dem DFV-Rechtsausschuss kommen schließlich 4 Auslegungen für Uli Thomales Vergehen zur Sprache. Von einer Tätlichkeit jedoch spricht das Urteil nicht, wohl aber davon, aus, dass es bei dem Wortwechsel des Sportfreundes Thomale um einen Wortwechsel verbunden mit Gestikulieren handelt, der körperliche Berührung zum Schiedsrichter zur Folge hatte. Gegen den Sportfreund Hans-Ulrich Thomale, Trainer der Oberligamannschaft des 1. FC Lok Leipzig, wird ein Verweis ausgesprochen. 500 Mark Strafe muss der Leipziger Club vom Vorsitzenden Peter Giesner für das überschäumende Temperament seines Trainers zahlen. Und damit sollten eigentlich die letzten Noten in dieser Angelegenheit hingeblättert sein. Es sei denn, ein Minnesänger hätte Gefallen an all dem gefunden.